Huhu, Leute, ich bin Flaschau. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zum Kummeris-Gerüst. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Kummeris-Gerüst befindet sich ganz im Südwesten der Karte Schauflerschreckklippen, direkt in der Nähe der Wegpunkte Umarmung der Betrübnis und dem Kummeris, mitten im Trübsalriss. Hier an einem Schauflergerüst, das ist das einzig große Gerüst, was ihr auf der Karte seht, auch nicht weit entfernt von dem Dungeon Umarmung der Betrübnis. Hier müsst ihr einfach nach ganz unten an dieses Gerüst, von wo aus wir starten werden. Viel vorbereiten muss man für diese Quest nicht, aber wie immer eigentlich ist hier auch ein Geschwindigkeitsbuff nicht fehl am Platz, also nehmt irgendwas mit, was euch schneller macht. Und sobald ihr dann über dieses Schlachtfeld hier gelaufen seid, kann es an diesem Turm über diese Rampe losgehen. Momentan versuchen wir einfach nur so hoch es geht zu kommen. Ist auch gar nicht so schwer über diese Rampen hier. Wichtig wird ab hier, dass ihr nicht hier links auf diese Plattform geht, sondern euch umdreht, um auf diese Plattform zu kommen. Jetzt geht es hier weiter an diesem Berg, etwas um diesen Berg herum. Immer weiter nach oben. So hoch wie es geht und jetzt wieder umdrehen und in die andere Richtung, denn wir wollen wieder zu dem Gerüst zurück, denn das Gerüst bringt uns weiter nach oben. Hier über diese Steine ist gar nicht so leicht, über diese Steine zu springen hier. Da wird man ab und zu mal zurückgedrückt, aber das geht auf jeden Fall, um auf diese Plattform, auf diese Schräge zu kommen. Am besten hier auf die höchste Position stellen und dann springen, ist also alles kein Problem. Hier zuerst auf diese graue Plattform und dann weiter über diese Rampe. Hier auch erst auf die Plattform, dann auf diese Rampe und ab jetzt werden die Sprünge um einige schwieriger, denn wir müssen hier oft nach oben und um die Ecke springen, wie ihr seht. Das ist manchmal gar nicht so leicht und man schmiert schnell mal ab und je nachdem, wo man abschmiert, fällt man dann auch schon mal so weit nach unten, dass man stirbt. Aber die Sprünge sind auf jeden Fall alle möglich und mit etwas Übung sollten die eigentlich kein Problem sein. Hier geht es immer weiter hoch. Das hier ist momentan gar nicht schwer. Hier ist nochmal ein etwas schwierigerer Sprung, aber der ist auch kein Problem für einen geübten Jumping-Puzzle-Meister, was ihr ja mittlerweile eigentlich alles schon sein dürftet, nachdem ihr, wenn ihr hier seid, so viele Jumping-Puzzles gemacht habt. Jetzt hier rüber auf diese Plattform und hier am besten mit Speed-Buff drüber, aber ist eigentlich auch egal, was dürfte auch ohne Probleme so schaffbar sein. Ihr seht's, alles gar kein Problem und dann geht's hier rüber. Jetzt ist das Ganze auch schon fast durch und geschafft. Jetzt nur noch hier rum. Da ist übrigens ein Vista, ein Aussichtspunkt. Das heißt, ihr müsst dieses Jumping Puzzle so oder so machen, wenn ihr hier 100% wollt, um an dieses Vista da zu kommen. Sonst geht ihr aber einfach hier hoch, müsst ihr noch einen Veteran-Elementar besiegen, der auch ziemlich hart ist. Der wird, während ihr den bekämpft, zwischendurch mal im Boden verschwinden, ganz viele kleinere Elementare spawnen und dann erst wieder auftauchen, nachdem diese besiegt sind. Das könnt ihr also machen oder ihr lauft einfach an dem vorbei und geht hier an die Kiste und bekommt hier auch das Achievement, dass ihr dieses Gerüst, das Kummeris-Gerüst, geschafft habt. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und in Sicherheit vor diesem Steinelementar und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.